Mein Name ist Emil Wittefin von WD und ich bin Product Marketing Manager bei Western Digital. Ich möchte gerne das neueste Produkt von WD vorstellen. Das ist die MyPassport Wireless. Das ist eine Wireless-Festplatte und auf die Festplatte kann man mit zu 8 verschiedenen Geräten gleichzeitig zugreifen. Das heißt, eine Kombination von PC, Mac, Smartphone und auch Tablets. Die MyPassport Wireless hat auch einen integrierten SD-Card-Slot. Das heißt, man kann einfach ein SD-Card reinschieben und die Daten werden automatisch kopiert und wenn gewünscht auch gelöscht. Die MyPassport Wireless die hat natürlich einen integrierten Akku, das heißt bis auf 20 Stunden Standby-Zeit. Und wenn man HD Streaming macht, kontinuierlich, hat man bis zu 6 Stunden Akkuzeit. Natürlich kann man das Gerät hier abschalten, kann man extra Akku sparen. Es gibt auch einen Batteriemodus, das heißt, man kann auch etwas mehr Akku sparen und die Leistung geht dann etwas nach unten. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, wenn man so ein Gerät benutzt, dass wir auch ein paar Sicherheitsfaktoren mit eingebaut haben. Zum Beispiel, man kann natürlich die Festplatte auch USB 3.0 anschließen am PC oder Mac, aber man kann die USB-Schnitzel auch komplett sperren. Das heißt, wenn die Platte gestohlen wird, kommen keine anderen Leute an die Daten heran. Es gibt eine mobile App, MyCloud, und damit kann man dann auf ein Tablet oder Smartphone kann man zugreifen auf die Dateien, die auf die Platte gespeichert sind. Und natürlich kann man auch Dateien hochladen von mobilen Geräten. Das heißt einfach Speicherkapazität wieder freischalten und so neue Content kreieren zu können. Die MyPassport Wireless ist ab heute verfügbar und kostet 199 € für die 1 TB und 249 € für die 2 TB.